dann ändert sich auch die gesamte Straßenlage. Ich könnte das hier sogar anbauen. Eben hat es doch funktioniert. So rum. Das funktioniert also. Dann haben wir doch schon mal wieder ein Stückchen mehr Problem an der ganzen Sache. Ist bloß, dass wir hier jetzt so eine Kreuzung haben, die wieder belastet sein wird. Ich aber denke, dass es mit dem Kreisverkehr nicht besser wird. Ich hätte da ganz kleine Ideen. Für die muss ich aber erst hier erst hier alles umbauen. Und zwar möchte ich wie Autobahnkreuze hier Abfahrten überall hin machen. Einbahnstraßen, aber unterirdisch, damit es uns eben nicht stört. Wenn wir schon dabei sind, kann das hier auch gleich mal weichen. Und hiermit angebaut werden muss. Damit haben wir jetzt doch ein bisschen Erfolg gehabt. Und das passt hier natürlich alles nicht. Ja, ist natürlich schade, wenn es krumm und schief wird. Aber erstmal muss es so gelegt werden. Ja, die Kreuzung muss man dann vielleicht anders gestalten. Ja, hier haben wir auch so ein schiefes Ding. Das wird jetzt auch mal angepasst. Hier steht was im Weg. Und mehr steht hier nicht im Weg. Genau so möchte ich das Ding da durchziehen. Das stört nämlich die Straße. Ja, das Wegreißen ist kein Problem. Das bildet sich ja alles neu. Also ich sehe da keine Schwierigkeiten im Umbau. Aber wirklich gerade ist das Ding aber auch nicht, ne? Hier wäre gerade. Da wäre gerade. Das hier geht's, da hört's auf. Da ist eine U-Bahn-Station. Und nochmal. Das ist gerade.
Oder so? Ein nach links hätte er noch gemusst, dann wäre er ganz gerade. Aber so gefällt es mir auf jeden Fall besser. Dann wird hier auch das ganze Gebiet umgestaltet. Und einmal komplett begradigt. Ja, also fangen wir wohl dann schon doch mit der Komplettumwandlung an. Beziehungsweise, das heißt Komplettumwandlung. Wir begradigen hier mal alles. Und passen es an das Niveau an. Jetzt kommt uns das natürlich wieder zugute, dass wir hier alles mit. Also mit Kreisverkehren gebaut haben und mit abgetrennten Gebieten. Weil wir jetzt einmal nach unten hier arbeiten können und die Gebiete links und rechts davon nicht betroffen werden. Ja, wenn ihr andere Ideen habt und meint, hey, mach es doch anders, dann schreibt sie in die Kommentare. Schreibt dann aber auch gerne hin, wie man es anders machen kann. Nur, hey, man kann es anders machen, hilft mir nicht weiter. Aber ich lese ganz gerne Lösungsvorschläge, wenn ich immer wieder irgendwelche Probleme veranstaltet habe. Jetzt warten wir darauf, dass das sich abreißt. Und ich bin hier noch am Überlegen, ob das so bleibt. Weil eigentlich ist das ja jetzt hier dann so mitten im Gebiet abgeschnitten. Aber wir hätten hier ein gerades Gebiet. Industriegebiet. Das wäre natürlich wieder schön. Hoffentlich kriegen wir dadurch keine Stromprobleme, weil irgendwas nicht mehr verbunden ist. Das ist eine Feuerwehr weg. Die ganzen U-Bahn-Schächte können dann auch weg oder werden von uns zumindest erstmal nicht mehr gebraucht. Japanischer Garten, das ist ein Friedhof. Und den müssen wir weiterhin mit Strom versorgen. Genauso wie mit einer Straße. Selbe Problem, wie ich es hier habe. Gebäude leert sich. Brauchtest du auch Strom? Gucken wir doch mal, ob sich da besser lehrt. Fix alles wegreißen. Ich will's ziehen. Ich will das hier alles weg haben. Wir sollen nichts mehr daran erinnern, dass wir hier mal irgendwas gebaut hatten. Die
und später dann neu. Die Straße hier unten ist genauso schief. Also anpassen. Heißt, es kommt genauso das ganze Gebiet hier weg. Und wir binden das Ganze von oben nach unten an, weil es oben gerade ist und unten schief. Zumindest ist so der derzeitige Plan. Hier, die Straße ist nämlich exakt gerade. Und das bleibt sie auch. So, jetzt fahren die ganzen Leute da durch den Tunnel. Muss das hier schief sein? Ich könnte es auch gerade bauen und kann da an der Uferpromenade noch irgendwas anderes machen, ne? Testen wir aus. Wir haben hier eh nichts zu verlieren. Genau so. Da ist immer noch ein Friedhof, der Anschluss braucht. Und Strom. Ach. So rum. So, das wird jetzt alles entleert. Also können wir uns mal wieder um die Autobahn kümmern. So, wenn ich das Ganze hier gerade mache, ne? Durchgehend bis sonst wo. Hier haben wir die Abfahrt in den Tunnel. Könnte man eigentlich schon ändern, ne? Dass man die Abfahrt dann wirklich hier hinsetzt. Aber das gucke ich mir bei näherer Betrachtung nochmal an. Erstmal müssen wir jetzt hier die Autobahn fertig kriegen. Wobei, das war ja fertig. Ich musste hier darauf warten, dass ich da rankomme. Du bist die, die kommt. Du bist der, der kommt. Du bist der, der kommt. Sehr gut. Bei Autobahn kann ich das nicht gebrauchen. Die müssen so tief gehen wie möglich. Warum gehen die hier schon wieder höher? Ich wollte sie doch so tief wie möglich haben. Ja, entspann dich. Du kamst.
So rum. Immer noch. Ja, das ganze U-Bahn-Netz hier kann ja auch weg. Oder? Ja, tut mir natürlich leid, wenn das im Moment ein bisschen langweilig ist. Aber das Ganze muss sein. So, das ist eine ganz normale Straße. Gut. Ich glaube, Problem wird nachher auch rauszufinden, was davon ist Zug, was ist nicht Zug. Wobei das mir eigentlich egal ist, weil die Züge kommen ja eh weg. Züge will ich nicht mehr haben in der Stadt. Nur noch Industriezüge rein und aus, fertig. Alles andere ist totaler Quatsch. Lassen wir erstmal so und gehen wieder in den Untergrund. Unsere coole, fertige Stadtautobahn müssen wir auch noch hier anbinden. Was mir hoffentlich auch gleich gelingen wird. Das war's erstmal. Oh. Ach, im Nichts kann ich die wegreißen? Aber hier nicht mehr. Was war das? Naja, egal. Stört mich nicht mehr jetzt. Wie weit seid ihr? Der ist gleich durch, der nicht so wirklich. Das ist immer noch schief. Zudem. Das ist aber auch schief. Das heißt, das muss ich auch noch gerade anpassen. Weil das ist gerade. Ja, gut, Ding will weiter haben. Das ist gerade zu dem. Ist es. Dann hier die Anpassung. Da ist eine U-Bahn-Station. Muss ich mir merken. War eine U-Bahn-Station. Aber da steht ein Krematorium drumherum.
Ihr habt hier alle keine größere Bedeutung. Wobei, wie mache ich das hier eigentlich? Der oder der? Der hier geht durch, ne? Und ist gerade. Also wird das meine Anbindung. Mit dem ist das wunderschön gerade. Ja, das schief ist, kommt natürlich dadurch, dass wir die Gebiete ja nach und nach gekauft haben und auch nach und nach besiedelt. Und dadurch sind da halt extreme Diskrepanzen entstanden, was die Anordnung der Straßen betrifft. Aber das hier ist mehr oder weniger gerade. Das kann so bleiben. Nur das hier wird angepasst werden müssen. Habe ich hier gerade irgendwo Platz? Hier habe ich Platz. Schaffen wir mal weitere Tatsachen. Die Straße ist nicht gerade. Das sehe ich doch schon wieder auf 3 Kilometer. Kein Problem. Wir haben andere Probleme gerade. Irgendwas steht hier. Die sind aber auch so klein, dass man die nicht wirklich sieht, ne? Da muss ich aufpassen. Was davon ist jetzt gerade? Orientiere ich mich zu den Stadtgrenzen? Wie bin ich hier mit den Stadtgrenzen? Ich orientiere mich an den Stadtgrenzen, die sind auf jeden Fall gerade. Dann ist die ganze Straße wieder schief. Warum ist die schief? Die ist doch mehr oder weniger, ach, die ist auch schief. Aber warum ist die so schief hier? Die sind beide perfekt gerade. Also wird die hier schief sein.